Ministerpräsident Erdogan steht unter Druck. Telefonmitschnitte im Internet legen nahe, dass der einstige Saubermann der Türkei Korruption in großem Stil betrieben haben könnte. Erdogan sieht sich und die Türkei als Opfer von YouTube und Facebook. Er werde die notwendigen Schritte nach der Kommunalwahl am 30. März durchführen, kündigt er an. Ein Journalist fragt, ob ein Verbot denkbar sei. Das schließt das ein, weil diese Unternehmen Menschen zu jeder Art von Unmoral oder Spionage ermuntern. Es gibt keine grenzenlose Freiheit. Erdogan behauptet, bei den Mitschnitten handle es sich überwiegend um Montagen. Mit einer Sperrung von Facebook und YouTube könnte er die Verbreitung der Aufnahmen erschweren, würde sich aber den Zorn der jungen Türken zuziehen. Das sieht auch Präsident Gül so. Plattformen wie YouTube und Facebook werden weltweit genutzt. Eine komplette Sperrung kommt überhaupt nicht in Frage. Die Behörden dürfen den Zugang zu bestimmten Seiten blockieren, falls die Persönlichkeitsrechte einer Privatperson verletzt werden. Internetseiten können ohne vorherigen richterlichen Beschluss von den türkischen Behörden gesperrt werden. Präsident Gül hat das umstrittene Gesetz trotz heftiger Kritik aus dem In- und Ausland unterzeichnet.